Nerdderby.de, eine Premiere und ihr seid alle live dabei. Das erste Mal sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt auf dem Server. Abend. Servus. Also in Personalunion, Pechi ist klar, ist Pechi. Birlin ist Flo und ich bin Conny. So, heißt aber Klepto, aber ist egal. Da steht Klepto. Ja, jetzt schleich dich. So, wohin? Wir wollten in den Süden und dort uns mal umgucken, das ist was wir Süden finden. Hier, oder? Ich habe keinen Kompass dabei, aber ich tippe mal. Das müsste Süden. Norden sein, oder? Lass mal gucken. Nein, ich glaube, das hier ist Süden. In die Richtung, in die ich jetzt laufe, das ist Süden. Also da, wo mein erstes Haus war, Richtung Spawnpunkt. Dann laufen wir doch einfach Gehen wir mal südöstlich, glaube ich, ist am sinnvollsten, oder? Ich mache den Sound noch ein bisschen lauter. Ja. Ich habe ja noch nebenbei ein Fensterchen auf mit unserer Live-Map. Also wir werden uns schon nicht verlaufen. So, Pechi hat noch Standard-Skin. So richtiger Noob quasi. Du kannst mir. Aber immerhin schon eine Eisenrüstung. Ist ja auch nicht natürlich. Also natürlich ist es schon, aber nicht normal. Eisen ist ja ein natürlich vorkommendes. Ja, mach dich ruhig. Sag mal, wo seid denn ihr jetzt plötzlich? Ja, ich bin Birlin hinterhergelaufen. Wo bist denn du hin? Ja, ich auch. Und dann ist der plötzlich irgendwo abgebogen. Klar, jetzt ist der Server wieder schuld. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach schlecht geguckt. Ach, da hinten seid ihr. Ja, jetzt komm. Ja, ich komm. Sind diese Bäume hier alle so tief? So. Aber Leute, wir laufen jetzt gerade nicht. Stehen. Wir laufen gerade nicht in Richtung Süden, ne? Ja, aber ich glaube, wir laufen ungefähr dahin, wo die Dörfer sind, die hier Marco gefunden hat. Hat irgendjemand eine Map dabei auch nicht, ne? Kein Kompass, keine Map. Ich habe eine Map dabei und wir laufen gerade direkt nach Süden. Hab ich doch. Und könntet ihr freundlicherweise mal kurz stehen bleiben? Ja, bleib mal stehen davon. Ich muss mal kurz Steak essen. So, jetzt komme ich wieder. Da sehe ich euch. Wir sprinten ja nicht mal, da kannst du uns doch wohl einholen. Wieso habe ich eigentlich einen Minecart mitgenommen? Naja, so. Wo ist denn jetzt der Birlin hin? Siehste? Der ist zu geschwind hier hinten. Rechts, rechts, hinter euch, rechts. Hört mal hier. Ja, wieso? Du bist so ein Einzelgänger-Typ, ne? Hier, Minecraft, bloß weit weg und so. Wie sprintest du eigentlich? Ich kann Doppelklick. Was, Doppelklick? Ja. Doppelt Pfeiltaste nach vorne. Ach so. Wir nennen dieses Video Tutorial Wahnsinn. Movement. Ja. Vor Pechi. Tarzan. Vor Pechi only, wir stellen es privat. Zack. So. Bock, 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 bock. Ich laufe jetzt halt einfach mal stupide irgendwo hin, wo ich so. Ja, bin, da Richtung Schnee. Wir laufen auch immer noch relativ. Oh, Schnee ja, jetzt mit. Mal ein bisschen links halten, Birlin, links halten. Wir müssen ja auch hier ein bisschen weiter nach Westen. Südwestlich war, glaube ich, so ein kleiner Strang, wenn man auf der Live-Map schaut. Ach so, dann kannst du so weiterlaufen. Da war nämlich, waren zwei Dörfer. Eins hatte er, glaube ich, auch noch nicht entdeckt. Ja, aber jetzt lauf nicht weiter. Also noch weiter rechts ist komplett Westen dann. Wohin laufen wir eigentlich zum Teufel? Süden. Wir wollten jetzt mal schauen. Süden. So dörfertechnisch wollten wir uns mal hier ein paar fremde Menschen auf unserem. Dann habe ich dir gerade gesagt, du sollst nicht noch weiter nach rechts laufen oder nicht? Weiß ich nicht. Oh, warte, stopp, da ist ein Wolf. Hat jemand einen Knochen dabei? Hier sind die ganz überall Wölfe. Ja, dann nimm dir halt mal einen mit. Die sind in diesen Winterbiomen sind die, glaube ich, relativ häufig. Okay, dann muss ich nochmal hierher, aber ich habe ja eh einen. Ach ja, stimmt, da oben ist auch noch einer. Aber wo seid ihr wieder? Ich sehe hier schon vier. Freunde? Da ist Klepto, dreh dich mal um. Dreh dich um, einfach umdrehen. Ah, hallo, schleich dich. Sag mal, du beschmeißt mich hier oder was? Dir helfe ich, Freundchen. Nee, Ballschlacht. Das Geräusch beim Werfen ist geil. Ich beschmeiß mal den Wolf, greift er mich dann an? Oh, scheiße, Achtung, hinter euch. Ein ganzes Wolfrudel oder was? Ja, kann mir mal jemand helfen vielleicht, ihr Affen? Oh, da werden hier einfach arme Wölfe getötet. Jetzt musste ich einen Wolf töten, hallo? Ja, wenn der auf den Schneeball. Erinnert ihr euch nicht an die schlimme Szene, als Socke gestorben ist? Der versteht auch keinen bis Spaß. Bis heute nach. Auf, Klepto. Hier helfe ich. Ich freue mich schon auf PvP-Runden, wo wir nur uns mit Schneebällen bewerfen. Wollen wir mal vielleicht weiter oder wollt ihr besser, weiter rumschmarrn? Aber pass auf, dass du nicht wieder irgendwelche Wölfe angreifst. Ich fand das eigentlich ganz cool. Tierquäler. Ach, Quatsch.
Du warst auch derjenige, der damals bei der mit dem Wolf-Tanz, genau, da hast du bestimmt gelacht, als Socke gestorben ist. Wenn ihr beide gleichzeitig sprecht, verstehe ich euch nicht. Das ist mir total egal, sprich weiter, Flo, los. Hier, Conny hat schon ganz am Anfang, am ersten Tag auf dem Server, hat er, glaube ich, 4 Hunde getötet, als er einen Creeper in unser Haus gelassen hat. Warte mal, stopp, Moment. Ich habe niemanden ins Haus gelassen. Du hast, als du gebaut hast, die Tür nicht zugemacht. Und auf einmal steht er im Hauseingang. Da kann ich nichts für. Da hat es gemacht und dann war es weg. Ja, und dann muss man hier sich halt schützen vor die Wölfe stellen. Aber du, Feigling, hast sie geopfert und dich selbst in Sicherheit gebracht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Darf ich mal anmerken? Das möchte ich gerne an dieser Stelle vehement widerrufen. Ich möchte anmerken, dass das Spiel die ganze Zeit, wenn ich hier spiele und Marco auf dem Server ist, nicht ruckelt. Und jetzt renne ich mit euch beiden hier durch die Walachei und plötzlich fängt es an ruckeln. Bei mir ruckelt es auch ein bisschen. Das finde ich zum Kotzen, Conny. Schau mal, hier ist Eisen, Pechi, da haben wir was für dich. Wieso für ihn? Warte mal, das hole ich mir jetzt. Wo ist es? Da unten. So. Pechi, kleiner Tipp, grab dich nicht komplett runter. Mache ich nicht. Ne? Nicht außerdem kann ich mich ja wieder hochgraben. Naja, das behauptest du. Lava unter dir ist oder ein Riesenschlucht kommt. Hey Flo, lass uns abhauen. Dann mache ich einfach T und / Home fertig. Da ist zum... Hallo. Hier hinten, ich hüpfe wie blöd. Ach da. Kommen Sie mal her, der Mann. Da hinten sitzt denn der Flo hin, als wäre was markiert. Da sind nämlich Fackeln. Na, das war bestimmt Marco. Ey, wie lange sich die Welt hier rendert. Wir werden auf jeden Fall mal ein RAM-Upgrade machen, gell? Ah, RAM-Upgrade. Schau doch mal an, da hinten. Da. Oh, ja. Seid ihr noch da? Oh, schön. Liebe Freunde, jetzt haben wir hier einen kleinen Disconnect. Das ist natürlich blöd bei so einem Let's Play, wenn... Conny, wo warst du? Ich hatte einen 24-Stunden-Disconnect und bei mir fliegen jetzt die Kühe in der Gegend. Naja, ist auch egal. Conny, ist dir mal aufgefallen, dass du der Einzige bist, der immer mit 24 Stunden Disconnect, immer wenn wir irgendwas aufnehmen, rausfliegt? Stell ihn doch mal auf 6 Uhr morgens ein. Das werde ich mal tun. Wobei da ist mach ja doch einfach mal einen Rechner aus. Zwischendurch mal, wenn du ihn nicht brauchst. Leute, was macht ihr hier eigentlich? Wir haben kurz auf dich gewartet. Ach so. Weil wir voll soziale Typen sind. Ich glaube, du wirst dich hier nur bedienen wollen an irgendwelchen Gravel. Ich habe noch Lehm gesucht, ja. Aber bist nicht fündig geworden. Na, dann lass uns gerne weiterlaufen. Nee, aber ein bisschen Eisen war da. Sehr schön. Laufen wir zu der Fackel da hinten mal hin? Ja, klar. Wenn Marco das schon für uns hier markiert. Nö. Och, Mann. Ach, das war Bierlin jetzt. Wisst ihr, was wir anbieten könnten? Ein eigenes Soundset für Minecraft mit eigenen Sounds. Nö. Was hat denn jetzt hier markiert eigentlich? War doch die Markierung. Ne, hier waren mehrere. Das ist wie die Leuchtfeuer von Gondor. Ja. Dann gehen wir mal den Weg nach. Dieser Weg. Achtung, hier geht's runter. Ja, doch nicht so tief. Oh ja. Alter Pechi, hörst du mal auf, mich zu schubsen? Du hast mich vielleicht gerade geschubst? Ich bitte dich, du warst hinter mir. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dieses Geräusch, wenn man auf dem Sand dahinschwebt. Wunderbar. Ein Traum. Ne, das klingt jetzt eher wie mehrere Creeper. Hat jemand zufällig Scheren dabei? Ich habe eine Schere. Ja, hier geht's übrigens mal tief runter. Wollen wir da runter oder was machen wir? Alter! was brauchst du? Was willst du mit der Schere machen? Na, wir wollten doch ein Fußballstadion bauen und dafür brauchen wir doch Wolle, um die Felder zu markieren. Aber können wir auch was anderes machen. Geschissen. Das Schwein findet mich geil gerade. Ich glaube, irgendwo hier südlich müsste ein Dorf sein, wenn ich mich recht erinnere auf meiner... jetzt wird's aber dunkel. Ich mach mal / Home, ich hab Angst. Du nimmst jetzt ein Schwert in die Hand und bist still. Ich hab die ganze Zeit ein Schwert in der Hand, mehr gar nicht. Dann behalt's in der Hand und sei still. Und was kann ich damit machen? kann zwei Sachen machen. Das eine, was du immer damit machst, und das andere ist dann Mobs bekämpfen. Das verstehe ich nicht. Ja, das war auch eine schöne kreative Kunstpause, während ich diesen hervorragenden, perversen Witz gebracht habe. Dann konnte jeder lachen. Bei mir ruckelt es wie blöd, bei euch auch? Ja, bei mir auch. Bei mir nicht, da hinten ist ein Creeper. Bei mir nicht, da ist ein Creeper. Zack, zack. Schick mal Conny vor. Das war eine Kuh übrigens, kein Creeper. Da hinten. Ja, klar, da hinten. Der macht jetzt mit dem Schaf. Das ruckt aber wirklich böse gerade. Ja, woran liegt das?
Ach, vielleicht weil die Map irgendwie noch, dass jemand die Map anhat, also ich zum Beispiel. Ah, da hat jemand Pfeile, Wartet mal einen Moment, ich werde mal kurz die Map einfach schließen und gucken, ob das dann dadurch, dass es nicht mehr rendern muss, vielleicht ein bisschen flüssiger geht. Achso, warte mal, Schere, geht das auch mit Schafen, die ich noch nicht gezähmt habe quasi? Du musst Schafe gar nicht zähmen. Achso. Das weiß ich. Schafe zähmen? Ey, das ruckelt wie bekloppt. Ha, jetzt ist das Schaf nackig. Entschuldigung. Man sieht, der Mann hat Spielerfahrung. Ich hab Angst, hier ist dunkel. Du läufst mir doch hinterher, oder nicht? Nee, komm mal zu ich hab grad das Schaf. Bleib mal stehen, ich hab... Ah nee, das ist ja... Schoren. Das ist ja Flo. Ach da, ja, ich sehe euch, aber ich komm. So. Bleib stehen, mehr gerne nicht. Jetzt müssen wir das Zimmer kurz wahrscheinlich, irgendjemand diese Live-Map anmachen und uns ungefähr lotsen. Du, ich hab grad eben die Live-Map ausgemacht, aber gut. Ah. Weil ich dachte, dass dadurch bedingt... Aber ist okay, wir machen die Live-Map. Ich könnte sie auch selber anmachen. Also, nee, ist in Ordnung. Also ich finde, die Schafe sehen nackig ganz schön pervers aus. Aber hey. Wir sind übrigens am Rand... Du siehst nackig auch ganz schön pervers aus. Leute, wisst ihr, warum die Map, warum es gerade ruckelt? Weil wir an der Grenze der Map sind. Ich denke mal, der rendert gerade die Welt noch. Ah ja, ich sehe es auch. Ja. Also weiter westlich gehen. In die Richtung, die du läufst, ist wunderbar. Bist du genau Richtung Süden, Flo. Wo bist da du, Flo? Da ist doch dieses Dorf, oder? Ich sehe dich gerade nicht. Flo, ich sehe dich gefunden. Auch nicht. Ey, Flo, wo? Pechi, merkst du eigentlich, welches Wort bei Flo am häufigsten vorkommt? Ich. Hm. Und dich habe ich jetzt auch verloren, Conny, übrigens. Hier, okay. Wo seid ihr denn? Schmeiß mal so eine Leuchtrakete nach oben. Hast du keine dabei? Nee. Feuerwerkskörper wären es noch. Seid ihr noch in dem Wald? Ja, ach so, warte mal. Ja. Ah, hier, da, du stehst da auf dem Berg, oder? Ja, genau. Ja. Okay, Leute, ihr seid super. Ich weiß aber nicht. Ah, okay, in die Richtung muss ich laufen. Ich habe die Live-Map ab und an. Da ist übrigens Flo, rechts von dir, links von dir ist ein Skelett. Ja, und? Oder Conny. Das Skelett ist jetzt nicht so das Problem. Oh, doch. Da hinten ist das Dorf. Hallo. Jetzt wartet doch mal, ich muss ein bisschen essen nebenbei und das Skelett von mir. Oh, da ist ein Enderman. Ich will den Enderman töten. Wo ist der Enderman? Ich will den Enderman. Töten. Ich habe noch nie einen Enderman getötet. Ja, komm, dann schnapp ihn dir. Aber einfach dahinter ist ein Creeper, also aufpassen. Mir doch egal.